Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem vierten Teametalk hier in Berlin. Liebe Albis, liebe Gäste, wir wollen heute unseren Kopf öffnen für neue Ideen, denn das ist dringend notwendig. Als ich studiert habe, hatte die Buchstabensuppe noch nicht das Ad mit drin. Wir brauchen mehr Kompetenz, nicht nur in der Datensammlung, sondern auch in der Datenauswertung. Und das Thema Bioinformatik in all seinen Schattierungen wird uns immer wieder als großes Bedarfsfeld genannt. Es gibt Datenbanken, wo Sie die Bilder vergleichen können mit internationalen Datenbanken und mehr Treffergenauigkeit bekommen. Wir haben es mit ungeheuren Datenmengen zu tun, die wir überhaupt gar nicht nutzen. Ich würde mir wünschen, dass die Patienten tatsächlich auch eine Hoheit über ihre Daten haben. Warum sollen die Patienten bitte nicht die Arztbriefe lesen können? Da haben wir im Dezember ein eHealth-Gesetz verabschiedet, mit dem wir es ermöglichen wollen, dass erstmal eine digitale Vernetzung innerhalb unseres sektoral ja streng unterteilten Gesundheitswesens möglich wird. Wenn wir wissen, dass mindestens jeder Zweite, wenn nicht sogar drei Viertel der Menschen gerne Dr. Google nutzen, um sich als erstes mal zu informieren und salopp gesagt der Hausarzt dann nur noch für die Zweitmeinung zuständig ist, dann zeigt das ja die Brisanz des Themas. Wir müssen die Zusammenstellung tatsächlich der Daten, der Informationen haben, die dann aber auch valide sind. Alle Startups, die Sachen programmieren und sagen, jetzt kriegt der Arzt irgendwie so, sozusagen nur einen Teil meiner Patientenakte, also ich komme und push von meinem Smartphone nur einen Teil, dann ist das für mich als Arzt uninteressant. Ich will entweder alles sehen oder nichts. Die Daten sind da. Also die Daten sind vorhanden, aber nicht verfügbar. Was wäre eine Dienstleistung oder auch ein eHealth-Tool, was Sie persönlich nutzen würden, wenn es das gäbe? Als Mutter von zwei Kleinkindern wäre ein elektronischer Mutterpass oder auch das U-Untersuchungsheft besonders hilfreich. Wir sehen ja die Vielfalt. Angeblich gibt es über 100.000 Gesundheits-Apps. Für mich wäre beispielsweise ein Medikationsplan etwas oder jemand, der mich regelmäßig daran erinnert, bestimmte Medikamente einzunehmen. Also eine Vision für mich, für die Forschung, wäre es, aus bildgebenden Verfahren 3D-Modelle für Arzt und Patienten zu entwickeln. Also ich würde als erstes mal sicherstellen, dass die Daten, die sowieso da sind, im Sinne des Patienten vernünftig genutzt werden und analysiert werden.